Hallo zum heutigen Video. Ich bin ja schon immer viel unterwegs gewesen und auch nur mit dem Auto, mit dem PKW und habe da drin geschlafen und so. Und irgendwann mit der Zeit kam mir die Idee, ich brauche ein größeres Auto. Wichtig war mir aber, dass es nicht so groß ist, dass man erkennt, dass es ein Van ist oder ein Wohnmobil, sondern dass man auch so mal autark irgendwo stehen kann. Und ja, die Idee habe ich jetzt in die Tat umgesetzt. Ich habe mir ein neues Auto besorgt. Das ist hier der Citroën Berlingo XL. Und den habe ich nun ausgebaut. Der ist noch nicht ganz fertig, aber Schritt für Schritt. Und da wollte ich euch mitnehmen. Also, wenn es euch interessiert, gerne Daumen hoch, Abo dalassen und dann geht's los. Also, jetzt geht's erstmal zur Roomtour von dem neuen Auto. Hier steht er, ist jetzt noch nicht fertig, nur so wie ich ihn bestellt habe und gestern abgeholt habe. Es sollen noch einige Sachen gemacht werden, wie Scheiben tönen, da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, Anhängezugvorrichtung fehlt noch. Ja, einiges ist noch zu machen, war nicht ab Werk zu bestellen. Und ja, jetzt zeige ich es euch erstmal. Dann zeige ich euch gleich mal den Innenraum. Also, das ist natürlich ein Berlingo, hat 1000 Fächer. Da geht's schon los. 1, 2. Dann hier habe ich meinen Kaffee zu stehen. Dann kann man hier öffnen. Und hier oben ist einfach. Wir können uns ja mal reinsetzen. Das ist das Radio. Ich weiß, es sieht ein bisschen... Naja, ich will mal sagen, nicht so schön aus, weil das hier so hoch steht. Aber ja, es ist halt so. Ich glaube, es gibt kein perfektes Auto. Dann müsste man sich für sich designen lassen oder so. Ich kann mit leben. Ist ja nur ein Auto. Also, hier ist noch ein Fach. Hier ist ein Fach. Hier ist ein Fach. Hier unten sind... zwei Becherhalter. Hier ist ein kleines Fach. Dann kann man hier öffnen. Da ist gerade mein Laptop drin. Passt genau rein. Hier ist eine Ablage. Und hier ist ein Handschuhfach. Hier drüben in der Tür genauso. Ist natürlich für Frauen wichtig, wie viele Fächer das Auto hat, oder? Hier oben ist die Lichtanlage. Mein Beifahrer gestern hat sich als erstes beschwert, dass hier kein Spiegel existiert. Mich stört es nicht. Ja, das ist vorne. Hier am Lenkrad sind 1000 Knöpfe, aber das ist wahrscheinlich bei allen Autos so. Das muss ich mir alles erstmal ausprobieren. Also Tempomat, Fahrspurassistent, Start und Stop, Coffee Break Warner. Ich weiß nicht, was alles hat. Klimaanlage. Okay, jetzt gehen wir mal nach hinten. Wir können ja schon einmal nach hinten schauen. Da hinten ist das Ende. Es ist schon wie so ein kleiner Bus damit zu fahren, ne? Jo, na gut, dann nach hinten. Es hat Schiebetüren mit Ausstellfenster. Hier sind die Sitze. Drei vollwertige Sitze. Dann sind hier unter den Sitzen noch zwei Fächer. Da habe ich jetzt Abschleppseil, naja, wo man nicht immer überall ran muss. Da muss man nämlich die Sitze nach vorne schieben für. Ja, die Taschen, die hatte ich schon vorher. Die habe ich mir jetzt hier wieder reingehangen. Hier ist schon ein bisschen beladen. Meine Powerstation und mein Kühlschrank. Jo, hier habe ich schon mal umgeklappt. Wir gehen mal weiter nach hinten. So, andere Seite genauso. Die kann man runterklappen und dann ist es eben. Also es ist nicht ganz glatt. Ich werde, wenn ich mir die Grundplatte einbaue,
werde ich die zwei teilen müssen. Aber das ist nicht so verkehrt, denn wenn mal jemand hinten auffährt, kann sich die hintere Platte über die oder unter die obere schieben und rammt mir nicht in den Rücken und zerteilt mich. Das ist jetzt hier ein Sitzsack, weil ich es mir noch ein bisschen gemütlich machen wollte. So, jetzt seht ihr es. Also hier ist ein Höhenunterschied, ich schätze mal 5 cm. Da kommt hier dann eine kleine Stufe hin und wenn man im Bett liegt, sieht man es eh nicht. Und hier soll sowieso die Kühlbox dann hin. Da wo die Kühlbox ist, soll die Küche entstehen. Und hier an der Seite das Bett. Hier ist jetzt nur noch Hundedecke drin, weil Cassie jetzt hier sicher baden geht. Wir sind hier am See. Da unten ist der See. Ja, spiegelt alles ein bisschen, aber es geht schon. Hier geht er zu öffnen. Von innen kann man die Tür auch öffnen. Das finde ich besonders gut. Hier kann man sie aushaken und umklappen. Ein kleines Fach. Ja, Maßband liegt schon drin, habe schon alles ausgemessen. Und das ist auf jeden Fall die Länge vom Bett. Könnte über 2 Meter sein, brauche ich natürlich nicht. Ja, und hier ist es halt wie drüben in der anderen Tür. Einfach noch ein Fach. Ein Getränkehalter. Und was hier noch besonders ist, hier ist eine Steckdose. Eine normale Steckdose. Kann ich wieder die Batterie leer machen. Hier ist noch ein kleines Fach. Ja, das war's dann. Hier vorne. Und also wie gesagt, zum Auto direkt kann ich nicht so viel sagen. Es fährt. Und jetzt geht's los mit dem Ausbau. Ich sitze hier schon drin. Bodenplatte 1 habe ich schon drin. Die zweite liegt noch draußen, zeige ich euch gleich. Und dann habe ich schon den PVC-Bodenbelag reingelegt. Das ist erstmal die Hälfte der Fläche oder 2/3 vielleicht. Hier kommt noch eine Leiste, dass es schön aussieht und nicht verfranst. Und die zweite Bodenplatte habe ich schon ausgesägt. Ich habe mir mit Tapete Schablonen gebaut, aufgezeichnet, ausgesägt. Ja, und hier kommt jetzt auch gleich der Bodenbelag noch hier draußen drauf, dann macht sich das besser. So, jetzt habe ich die Aluschiene angebaut und auch schon die zweite Platte mit Linoleum belegt und reingelegt. Jetzt ist das Problem, die Sitzbank liegt ja noch drunter, weil ich die eventuell mal benötige. Und dadurch liegt die Platte schief und jetzt will ich hier unten drunter noch Füße bauen. Und das ist gar nicht mal so schlecht, denn da entsteht gleich noch Stauraum. So, die zweite Platte ist befestigt. Ist jetzt eine gerade Fläche. Cassie hat sich schon gemütlich gemacht da oben. Und da kommt jetzt noch eine Klappe vor. Da ist jetzt Platz für Kleinigkeiten. Handfeger und Müllschippe sind schon drunter. So, weiter geht's. Schaut mal, soweit bin ich jetzt schon. Also das Bettgestell ist es. Das hat jetzt eine momentane Sitz, also Kantenhöhe von 35. Ich habe mir ausgerechnet, von 30. Ich habe mir ausgerechnet, 35 kann ich kommen. Also wenn ich noch eine, weiß ich nicht, eine Matratze drauflege und dann sinkt man ja noch so ein bisschen ein, dann kann ich noch bequem sitzen. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass man es da ausklappen kann dann. Hier wird die Küche hinkommen an dieser Seite. Die Toilette und die Kühlbox bleibt dort stehen. Und das Bett wird 1,80 Meter lang sein. Und das kann man dann noch nach auf die zweite Bodenplatte ausklappen. Regnet, da kann ich kurz mal eine kleine Roomtour machen.
Also, das ist das Bett. Das hatte ich ja gestern schon fertig. Hier habe ich mir ein Kopfende hingebaut. Hier kommt auch noch eine Klappe rauf. So kann ich hier immer das Bettzeug verstauen und habe die Kiste frei für Krimskrams. Cassie hat sich jetzt hier gemütlich gemacht, weil sie Angst hat, wenn es regnet, denkt sie immer, es gewittert auch gleich. Ja, und dann habe ich festgestellt, das ist gar nicht so schlecht. Das könnte zur Fahrt, könnte da ihr Hundebett draufstehen. Dann braucht sie nicht vorne neben dem Beifahrer oder zu den Füßen der Beifahrer sitzen. Ja, und anderes, also hier ist, wie gesagt, meine Kühlbox, da ist mein Strom. Und dann geht es hier weiter mit der Toilette. Hier kommt die Toilette rein. Ja, das ist das Gestell der Küche. Und ich habe jetzt geplant, das Fensterbrett mit in die Arbeitsplatte einzubeziehen. Darum habe ich die Küche genauso hoch gebaut wie das Fensterbrett. Dann kommt eine Arbeitsplatte rauf mit Fensterbrett inklusive. So habe ich eine große Fläche hinterher. Ja, und bei der Toilette muss ich mal gucken, wie hoch die ist. Das wird dann wahrscheinlich hier so enden. Und da überlege ich noch, ob ich da noch was drauf baue oder wie ich das am besten mache. Heute geht's weiter. Ich zeige euch mal, was ich gerade im Baumarkt alles gekauft habe. Also ich habe ordentlich Holz gekauft. Und zwar habe ich gekauft die Platten fürs Bett, liegt jetzt alles nur drauf. Das ist die Platte, die umzuklappen geht. Da hinten liegt die Platte schon drauf, wo sie hingehört. Das hier ist die Beplankung. Ich will weiße Möbel haben. Und hier gab es noch so Holzreste, Bretter für 99 Cent. Die habe ich auch erstmal mitgenommen für Schubfächer oder vielleicht für Einlegeböden. Da weiß ich noch gar nicht, was ich mitmache, aber es ist erstmal da. Und das war gar nicht mal so teuer. Das Teure daran waren die Scharniere, die Winkel. Ja, jetzt geht's also los. Zweiter Gang. Heute wieder ein kurzes Zwischenupdate, wie weit ich inzwischen bin. So, das Bett, der Bettkasten ist soweit fertig. Die Platte wird jetzt noch angeschraubt zum Umklappen. Da oben ist fertig. Heute geht es weiter mit der Küche und mit der Toilette. Heute habe ich gut geschafft. Schaut mal. Das Bett ist soweit fertig. Oh, da oben liegt schon die Gardine. Die Kühlbox steht drin. Das Porta-Potti steht drin. Das kriegt jetzt noch einen Deckel und einen Vorhang. Und das wird die Küche. Ja, ich sitze schon mal auf meiner selbstgebauten Bank. Ich will euch mal mitnehmen. Hier ist die Toilette. Da kommt jetzt noch ein Brett drauf. Die Kühltruhe. Das ist mein Oberteil vom Bett. Da liegt schon der Traumfänger drin. Ja, da kommen dann meine Bettsachen rein, dass die nicht hier im Wege liegen. Die Matratzen sind bestellt. Die kommen auch bald. Die Sitzbank ist jetzt auch komplett fertig. Man kann sie umklappen. Hier sind dann Stützen drunter. Und dann ist das alles komplett. Die Liegefläche. Der Schrank wird heute weitergebaut. Da kommen diese Fronten noch ran. Hier oben liegen die Türen schon. Und die Kantenumleimer müssen noch dran, dass alles schön weiß aussieht. Hier habe ich es schon. Ja, mal sehen, wie weit ich heute komme. So, für mehr Realität. Cassie bellt. Für mehr Realität auf Instagram will ich mal zeigen, wie ich arbeite. Ich bin eben kein Handwerker. Das Brett habe ich erstmal mit einer Schraube und dem Winkel festgemacht. Die beiden Türen sind mit durchsichtigen Klebestreifen festgetackert, festgeklebt. Und jetzt will ich das dritte Brett hier anpassen, so dass es hinterher wenigstens halbwegs ordentlich aussieht. Ich bin eben kein Handwerker.
Hallo ihr Lieben, jetzt endlich komme ich mal dazu, eine Roomtour zu machen. Also der Van ist noch nicht ganz fertig, also noch lange nicht fertig eigentlich. Aber ich bin jetzt schon mal unterwegs, um eine kleine Testfahrt zu machen, weil ich vielleicht Sachen gebaut habe, die so sich praktisch nicht als gut erweisen und ich dann noch kleine Änderungen vornehmen kann, bevor es auf große Reise geht. Und jetzt will ich euch mal zeigen, wie es jetzt hier aussieht. Ja, und Cassie ist auch mit dabei. Die liegt da schon. Wir sind hier an einem Fluss und die hat jetzt den ganzen Morgen im Wasser gespielt. Hier steht der Abwasch. Und jetzt habe ich gerade meine Küchenplatte eingeölt. Darum steht alles, was da drauf lag, dahinter. Ja, hier ist ein Schubfach. Das ist gleichzeitig mein Tisch. Und da fehlt jetzt aber noch das Brett vorne. Hier, das ist auch soweit fertig. Hier fehlen noch die Knöpfe, der Küchenschrank. Und es fehlt noch das Regal innen. Da habe ich jetzt erstmal einen Korb reingestellt. Dann geht es hier weiter, die Toilette und mein Wasser. Dafür überlege ich mir auch noch eine Lösung. Das ist auch noch nicht ausgereift, das ist jetzt erstmal provisorisch. Meine Kühlbox, da steht jetzt erstmal der Kocher drauf, weil ich die Platte geölt habe. Vielleicht könnt ihr mir bei der Kühlbox auch noch ein bisschen unterstützen. Die ist praktisch komplett leer. Und alles, was da drin ist, fällt immer durcheinander. Ich bräuchte so Abtrennungen. Wer kann mir einen Rat geben? Es gibt keine zu kaufen, original von der Firma. Ich bräuchte also einen Rat, wie ich das Inventar abtrennen kann von Getränkeflaschen und so weiter. Bei Insta hat mir schon jemand gesagt, ich soll mir Plexiglasscheiben zuschneiden, passend dafür. Ja, hier liegt jetzt meine provisorische Matratze drauf. Ich habe mir erst Matratzen bestellt, passt genau hierfür. Die sind auch doppelt so dick. Die ist jetzt hier 5 cm, meine sind dann 10 cm dick. Und hier ist mein Bettfach, da ist jetzt meine Bettwäsche drin. Und hier überlege ich mir auch noch eine Lösung für Waschutensilien. Hier kommt noch ein Fach vor, dass man zumachen kann und jeder nicht sieht, was da drin ist. Und hier ist meine Sitzbank, gleichzeitig mein Bett. Ja, mein Bett. Das kann ich umklappen. Dann ist die ganze Fläche Bett. Und aufklappen. Da überlege ich auch noch, ob da noch Fächer reinkommen oder hier ist halt so Kikifax wie Gas, Tab, Schnüre, Kleber. Und da überlege ich noch, was da so alles rein kann und wie ich das aufteilen werde. Dann habe ich hier noch ein Fach in der Verkleidung, das ist mein Nachtschrank sozusagen. Und die Fensterbretter will ich auch noch irgendwie gestalten, dass man da was ablegen kann, ohne dass es beim Fahren gleich runterfällt. Das Brett kann man hier einhängen, so kann ich immer unter freiem Himmel kochen. So, das war jetzt Campervan Tour Nummer 1. Ich nehme euch natürlich weiterhin mit beim weiteren Ausbau und bei den Kleinigkeiten, die alle noch fehlen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann lasst doch einfach ein Abo da. Da würde ich mich echt freuen. Und die Glocke nicht vergessen. Musik